Liebe Leute, Männerlords, live auf Twitch, wunderschönen guten Abend, alle die dabei sind und Grüße an die Leute auf YouTube. Unsere Kirche, Bullenheim, drei Regionen mittlerweile besiedelt, die erste eine richtig große, das ist Bullenheim mit etwa drei Dutzend Familien, die erleben. Städtchen kann man das nicht nennen, dafür ist es noch zu klein, immerhin eine steinerne Kirche, die wir mittlerweile haben. Zwei andere Siedlungen, die eine florierte ganz gut. Das sind die Blutbären, Bärensträucher, die auf den Leichen von Banditen als besonders gutem Dünger wachsen. Dort hatten wir blutige Kämpfe halt gehabt. Riesiges Bärenvorkommen. Viel mehr Bären würden dort geerntet, dass sie eigentlich vor Ort vernascht werden. Und dritter Ort, Steinrogge haben wir noch angelegt. Und in Steinrogge wiederum, das war eine knappe Geschichte. Aber mittlerweile geht's. 51% Zufriedenheit, demnächst ziehen Leute auch hier hin. Sollte eigentlich funktionieren. Wir haben 898 Einfluss, uns fehlen 102 Einfluss. Haben wir 1000, können wir eine weitere Region besiedeln. 1000. Ich vermute, dass in dem Augenblick, in dem wir in Bullenheim es schaffen, die Taverne ans Laufen zu bringen, diesem Augenblick nur außer Betrieb, weil Bier fehlt. Dass in diesem Augenblick der Einfluss kommt, aber ich weiß es nicht, ich kann es nicht beschwören. Das ist die Taverne. Noch arbeitet doch keiner, aber hier steht auch im Tooltip drin, pardon, dass der Betrieb nur möglich sei, wenn halt Bier da ist. Ne? Insofern, ohne Bier, nichts da. Jetzt haben wir mittlerweile eine Melzerei errichtet. Und ist hier vorne. Zwei Familien arbeiten dort. Acht Malz wurden produziert. Und hier vorne haben wir eine Hofstätte, die ausgebaut worden ist auf Stufe 2. Sehr schön. Jetzt kommt der nächste Schritt. Die sind auch relativ zufrieden und glücklich. Jetzt machen wir aus denen eine Brauerei. Fünf Bretter brauchen wir und fünf von unserem Regionalvermögen. Wir haben 306. Zack. Jetzt muss das auch einmal ausgebaut werden. Was ich jetzt nicht weiß, ist, ob die eine Brauerei reicht für einen Ort mit 47 Familien. Ich würde sagen, eigentlich ja. 47 Familien mal drei Leute sind, also drei Leute sind ja rechnerisch immer in einer Familie, sind also so grob um die 140 Leute, sagen wir mal. Seid ihr der Meinung, ein Brauer reicht auf 140 Nasen, Münder und Mägen? Wir haben schon wieder Einfluss dazu bekommen. Ja, Matze, danke, etwa 30 pro Monat durch den Zehnt, den wir erheben in der Kirche. Wir könnten den Zehnt sogar vergrößern, dass das etwas schneller geht. 140 Leute, eine Brauerei, oh mein Gott, schreibt Ike. 141, was trinken die anderen 140? Sehr witziger Kommentar, hahaha. Ha, ha. Also ihr seid der Meinung 2, wir warten mal ab, ob wieder eine läuft hier so. Weil wir haben zum Beispiel, reicht glaube ich einen Schuster. Wir haben glaube ich einen Schuster und der reicht auch aus. Ein einziger Schuster. Ich würde mal echt abwarten. Sollte eigentlich klappen. Spielt in Franken, genau. Ja, okay, Quick argumentiert, Bier sei damals ein tägliches Grundgetränk gewesen. Ich glaube, das hatte damals auch weniger Alkohol als heute. Habe ich irgendwie im Kopf. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Wir könnten mal vorübergehend im Herrenhaus den Zehnt erhöhen, damit das schneller geht. Also die Umwandlung von Nahrungsmittelüberschüssen. In Einfluss. Wir machen mal 33%. Ein Drittel. Ein Drittel ab an die Kirche. Zufriedenheitseinbußen geschehen, glaube ich, nur durch die Grundsteuer, weil die Nahrung wird ja von der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt. Zwei Dienerfamilien leben hier. Alles klar. Oh ja, guter Kommentar von Kartoffelpufferpups.
Es war weniger Alkohol drin und das hatte den Vorteil, das ist kein Scherz, dass im Vergleich zu reinem Wasser durch den Alkohol die Bakterien getötet wurden. Das ist absolut richtig, ja. So, hier läuft der Ausbau. Wir wollten 87%. Und die Erinnerung an die Besteuerung ist sogar noch da. Wahnsinn. Jetzt checken wir mal, wie es auf den hier vorne aussieht. Ja, Weizenfeld wächst, top. Das ist das Weizenfeld hier vorne, wächst auch, top. Wir könnten, schaffen wir das noch? Wir könnten noch ein Gerstefeld anlegen. Aber im Augenblick dreschen die Leute, ne? 60 Korn sind da, das ist top. Und der Weizen ist nur noch, der Weizen ist weg. Wir legen ein weiteres Feld an. Nur für Gerste. Mal gucken, ob wir für Gerste eine gute Fruchtbarkeit hier haben. Oh, das war natürlich falsch. Einmal hier drauf. Gerste, Fruchtbarkeit. Oh, es geht. Das sieht gut aus. Also die Wege sollten nicht zu weit weg sein, aber wir könnten. Hier könnten wir ein Gerstefeld. Hier. Hier legen wir noch eins an. Ist ja eh alles leer. Das könnten wir machen. Hier vorne geht auch. Da müssen wir viel holzen. Hier geht auch. Sollen wir hier vorne eins hinmachen? Ja, komm. Man hier vorne ein Feld hin. Leute, rechts oder links? Das ist rechts. Hättet ihr gerne rechts das Feld? Da ist der Bauernhof. Da sind 1, 2, 3, 4 Felder. Dorf im Hintergrund. Rechts das Feld oder links das Feld? Schreibt nur in den Chat rein, rechts oder links. Ganz schnell. Rechts oder links. Ganz schnell. Rechts oder links. Alle wünschen, fast alle sagen rechts. Alles klar, okay, Botschaft ist angekommen. Wir ziehen dazwischen noch eine Straße, damit die Leute sich vernünftig bewegen können. Ein Feldweg. Bis hierhin allerdings nur. Ich will die Bäumchen nicht kaputt machen. So kann man es auch machen. Spiel empfiehlt uns ja einen Morgen, solange wir den Flug noch nicht haben. So kann man es machen, ne? Sieht hübsch aus. Okay, lassen wir die Bäumchen unten noch stehen. Oder wir machen es schräg, setzen hier an. Machen das einmal so hier. Oh, das sieht doof aus. Beachte bitte auch die Hanglage hier. Einmal so. Das sieht hübsch aus. Und hier sagen wir als Brachis die Voreinstellung, bitte Gerste. Priorität sollen diese bitte sofort loslegen jetzt. Und die gedroschen ist, das heißt, die Leute sollten jetzt eigentlich rüberlaufen und das fertig machen. Priorität beim Dreschen wieder auf Mittel. Sollten die Leute eigentlich doch drüber eilen. Mal gucken, ob die das machen. Also, was man so eilen nennt im Mittelalter. Also, eilen ist, glaube ich. Ja, die waren sogar schon zu Hause. Und rennen wieder zur Arbeit. Ach, wie, das sieht echt so
echt aus. Das sieht so lebensecht aus. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist ein Aufbauspiel. Das ist ein Aufbauspiel, das in der Ego-Perspektive so aussieht. Das ist irre. Das ist einfach irre. 2,5 Millionen Wishlist-Einträge sind es, glaube ich, mittlerweile. Also 2 Millionen waren es vor Beginn der Freigabe durch die Streamer. Und ich habe irgendwo vor kurzem gelesen, es seien jetzt in der kurzen Zeit, wo unser einen streamen würden, ist eine 500.000 draufgekommen. Weltweit. Das meist gewishlistete Spiel weltweit. Ein Projekt, das vor 7 Jahren ein polnischer Solo-Entwickler begonnen hat, als Herzblutprojekt. Ja? Der echt ewig lange dran auch gearbeitet hat. Ne? Und das Spiel ist ja immer noch, andere Publisher hätten gesagt, ja, kann man jetzt in einen Early Access rausbringen, aber wir warten lieber noch 2 Jahre ab, weil die Inhalte sind zwar da, aber man könnte genauso gut auch sagen, wir warten noch 1 Jahr ab. Weil es fehlt ja auch noch unfassbar viel einfach. Ich kann zur Hardware-Anforderung nicht sagen, nur dass es bei mir gut läuft. Mehr kann ich nicht sagen. Aber generell Hardware-Anforderung. X-Bahn, bitte nochmal den Link posten auf unseren Community-Gutscheincode bei GamesPlanet, den wir haben. Und der ab dem Release, ab dem 26. April um 15 Uhr nachmittags gilt. Das ist der hier. Bitte nochmal die Infos drauf posten und den Link. Achtung, Werbung, 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 weil ich beim Kauf mitverdiene. Auf Kosten des Shops. Und wenn man auf der Seite gucken geht, da stehen auch die Hardware-Anforderungen. Komm, wir machen mal eine Kamerafahrt durch unser Dorf. Das ist der Marktstand. Jetzt will ich es wissen. Mal schauen, ob wir selber... Mal gucken, wie die Waren aussehen, wenn man 1 Meter daneben steht. Wenn man die Nase in den Käse drückt. Es sieht immer noch gut aus. Aus der Entfernung sogar. Das Brot sieht so lecker aus. Ich könnte mir das so nehmen und reinbeißen. Die Körbe voll mit Beeren. Schaut euch mal das Brot an, wie lecker das Brot aussieht. Mir läuft das Wasser im Munde zusammen. Unfassbar. Sonntagskind, danke fürs 42. Abo hier. Grüße an dich. Und die anderen Waren, das war der Lebensmittelstand. Noch mehr Brot, noch ein Lebensmittelstand. Ja, hier gibt es gerade nicht viele Waren. Bretter, Brennholz, das ist der Brennstoff, Brennholzhändler hier. Hier wird Gemüse verkauft aus dem eigenen Garten. Wir haben 3 oder 4 Gemüsefelder, glaube ich, ne? Wird hier verkauft. Kohl ist das. Kohl und Möhren. X-Bahn gibt schon die erste Bestellung auf. Ich nehme einen Korb Beeren und ein halbes Brot, bitte. Und was wird hier verkauft? Auch Lebensmittel. Noch mehr Brennholz. Was sind das hier? Sag mal, wir sind das Ziegel. Das ist Leder. Hier wird Leder verkauft. Okay. So, Leute. Danke an Action an dich. Fürs 15. Abo. Ein sehr netter Nickname. Grüße an dich. War einer meiner Lieblings-Nicknames. Entschuldigung, dass ich mal einen in den Mittelpunkt des Nights der anderen reinstelle, aber einer meiner Lieblings-Nicknames ist Sonntagskind. Ganz nochmal dickes Dank. Das finde ich ganz entzückend, vor allem durch die Schreibweise. Auf Holländisch, glaube ich. Ne? Oh Leute, wir haben keinen Zuzug mehr, wir haben keinen weiteren Wohnraum mehr. Wir wollen, dass mehr Leute hier hinziehen, die können wir problemlos durchfüttern. Dann können wir entweder ein paar Stufe 3 Häuser machen, ab der Stufe 3.
hätten wir auch eine höhere Siedlungsstufe und würden noch einen Einflusspunkt bekommen. Wir bauen aber, ich will es nicht übertreiben, wir bauen erst noch ein paar kleine Häuser. Mal schauen, wo. Hier hatten wir mehrere kleine für Werkstätten und dahinter, da können wir noch ein paar große reinpacken, zum Beispiel in die zweite Reihe. Das geht. Neuer Monat. 906. Danke an Flatlex. 5 Abos verschenkt. An Voicen Maestek, an Sjöll, an Wiesels, an Rick Deckard und an Theresian. Vielen Dank, Flatlex. Die ersten, die du ja verschenkst. Weiß ich sehr zu schätzen. Danke dir. Jetzt machen wir dahinter noch ein paar Häuschen. Ich überlege mal, ob wir die nach rechts bauen sollen. Das wäre mal ein bisschen, weil hier ist eigentlich der Kern. Dann sieht das nicht immer so doof gleichförmig aus. Ich finde die Idee eigentlich sehr charmant. Wir könnten auch davor noch einen Brunnen bauen. Wir haben auch nicht nur einen Brunnen, von wegen Feuer. Gefahr, weil der Brunnen wird genommen für, um dort Wasser zu holen, falls es brennt. Der einzige Brunnen, den wir haben, der steht. Wo ist der denn? Wo ist unser einziger Brunnen? Hier. Ah, der steht relativ zentral. Wir könnten hier vorne noch einen bauen. Hier vorne einen an Rand hin und drumherum so einen kleinen Kreis machen. Ich zeige euch mal, was ich meine. Hier geht's auch. Da ist eine Ader. Vegetables so fresh, you'll swear they was picked this very morning. Hoppla, das ist ja seltsam hier. Geht auch so. Die Wege snappen und die vergrößern sich auch, wenn die viel genutzt werden von alleine. Dann steht da Brunnen. Jetzt kann man drumherum noch ein paar Häuschen setzen. Den bauen wir bitte zuerst. Ich versuche mal was. Ich weiß nicht, ob das hübsch aussieht, aber ich versuche es mal, ja? Das ist ein Feld, da müssen wir aufpassen. Ist ein bisschen doof. Wir machen das mal hier vorne abgehend. Eins. Noch ein Weg dahinter. Mal hier rüber. Hallo Reibei, Sesso, danke fürs erste Abo. Willkommen bei uns. Die Willkommensblumensträuße gelten dir hier. So, wir versuchen den Baum hier stehen zu lassen. Gucken, ob wie das hier gleich wirkt. Mit langen Feldern? Ich glaube ja. Ne, hier wird Landwirtschaft gemacht. Wir machen ein paar ganz lange, damit wir hier vielleicht Obst anpflanzen können oder was auch immer.
Ich ziehe erst die Straße hier bis zum Ende durch, damit wir immer vorbeikommen. Links und drei Familien leben mit einem Handwerker. Hoppla. Da bin ich oben ins Interface gekommen. So, zwei kleine, zwei große. Also zwei, wo man ein größeres Feld machen kann, die anderen mit irgendwie so kleineren Betrieben hat. So, gleich habe ich es. So kann man es machen. Zwei kleine Ställe links, kleinere Betriebe und auf der rechten Seite Felder. So machen wir das mal. Es werden noch vier weitere Häuschen gebaut hier. Haben wir genug Holz? Ja. Jetzt machen wir hier noch ein paar mehr. Zwei kleinere. Wir machen mal der Abwechslung aber, dass da drei Familien leben können, ja? Nur mit Ställen. Einmal hier hin. Dann machen wir hier vorne noch ein paar kleinere. Dahinter. Zwei kleinere. Mit einem kleinen Stall links, einem kleinen Stall rechts, links drei Familien, rechts einer. Und da könnten wir dann Eier oder irgendwas anderes herstellen. Ja, der Baumodus ist echt, der macht echt coole individuelle Geschichten so, ne? Einmal so. Mal links eine Familie weniger, so haben wir eine mehr links. Das kann man machen. So sieht es halbwegs okay aus für dich. Und das lassen wir uns erstmal zu Ende bauen und dann gucken wir weiter. Das ist dann, weil das sieht ein bisschen reinhausmäßig aus, was wir hier gemacht haben. Zafios, zwei Jahre dabei. Liebe Grüße an Zafios. Black Panther, danke fürs Verschenken an Ik. Hallo Matthias nochmal. Oh, wir müssen die anderen. Hat die Taverne mittlerweile Bier? Haben wir überhaupt schon Bier da? Ein Honig ist. Ach Leute, wir haben immer noch in den Imkereien nur eine Familie überall drin. Das heißt, wir haben aber die Infrastruktur, die nicht komplett ausgelastet ist. Das ist noch ein Grund dafür, dass wir mehr Leute hier haben sollten. Wenn wir mehr Geld haben, überall die Handwerker hinten ausbauen, dann haben wir dadurch auch mehr Nahrung durch mehr Hühnerställe und Co. Regionalvermögen im Augenblick über 307. Wo wir auch keine Steuern erheben. Bier ist. Wo wird Bier denn aufgeführt? Bier wird nirgendwo aufgeführt. Bier wird wahrscheinlich nur an die Brauerei geliefert
und tauchte oben nicht auf. Das heißt, wir sollten einmal der Taverne überhaupt mal einen Wirt zuweisen hier. Mal schauen, ob dann das Bier... Ich hätte 4 Bier. Wo ist denn das Bier? Ich sehe nur Äpfel. Wo ist denn Bier? Wo seht ihr Bier? X-Pan. Wo ist Bier? Ich kann es nicht lesen. Das waren Eier, kein Bier. Guck mal. 4 Eier steht dort. Schau mal da, das sind Eier. Also ich... Das eine ist ein Produkt, das kommt aus dem... aus der Kloake von Hühnern. Und das andere, das ist dagegen, kommt vom Bäcker. Also es ist, sind sehr unterschiedliche Produkte. Das eine finde ich persönlich appetitlicher als das andere, aber das ist natürlich Geschmackssache. Im Chat werden jetzt Witze gemacht. X-Bahn hätte ein Bier zu viel getrunken. Vielleicht hat er auch ein Ei zu viel gegessen, wer weiß das schon. Alles Gute, X-Bahn. Aber vielleicht klappt das ja, nachdem wir hier in der Taverne nehmen uns. Nee, also auch die Produkte, wo man 0 hat, die sind oben auch aufgelistet. Also wenn man hier sieht, hier haben wir sogar minus 1 Fleisch, fragt nicht nach. Also wenn Bier hier aufgelistet würde, dann steht dort Bier mit einer 0. Und Bier ist bei Nahrung nicht dabei. Bei Brennstoff eh nicht, bei Feldfrüchten ebenfalls nicht. Handwerksmaterial steht nur Malz, das ist was ganz anderes. Da steht Bier. Bei Verbrauchsgütern. Das ist ja witzig. Ach, das ist technisch sortiert. Verbrauchsgüter, die von Hofstätten angefordert werden. Alles, was von einer Hofstätte angefordert wird. Und die Taverne gilt als eine Hofstätte. Hofstätte ist eigentlich im Spiel die Bezeichnung für Wohngebäude. Wird Bier eventuell auch in den Wohnhäusern ausgelagert? Ich dachte, es ist nur für die Taverne da. Ich glaube, wir fragen lieber nicht nach hier. Taverne, sollte auf jeden Fall gleich Bier kommen. Wie viel Malz haben wir auf Vorrat? 37. Wie sieht es im Bauernhaus aus? Mittlerweile September. Das ist das neue Feld, das wir angelegt haben mit Gerste. Es wird gepflügt, so ist gut. Hohe Fruchtbarkeit, alles fein. Das heißt, wir haben über den Winter einmal Gerste. Einmal Weizen und nochmal Weizen. Hier wächst schon. Hier auch. Wir haben 6 Familien übrig und 6 Familien sind tätig im Bauernhaus. Das ist im Prinzip okay so. Zufriedenheit 87% ist super. 906 Einfluss. Wenn wir 1000 haben, claimen wir die letzte Region. Das ist Blutbeeren. Hier waren wir lange nicht mehr. Wir hatten ja mehr Häuser gebaut. Und hätten wir 75% Zufriedenheit, würden wir 2 Familien pro Monat einziehen und nicht nur einer. Wir wollten doch hier für Leder sorgen, ne? Wir wollten Leder ausliefern lassen. Wir hatten zu wenig Holz gehabt dafür, ne? Oder Bretter oder was auch immer. Wir schauen mal, wir wollten einmal Leder herstellen in... Einen Gerber wollten wir bauen, das war's. Das ist die Gerberei. 4 Holz ist da. Wir haben noch keine, ne? Weil die haben wir nicht, weil sonst wird ja hier auf dem Marktplatz Leder verkauft werden. Da ist Leder 0, alles gut. Wir bauen einmal eine Gerberei. Die heute werden vom Jäger geliefert. Jäger ist hier vorne. Da ist so halbwegs in die Nähe. In die Nähe der Kirche. Riecht ja auch lecker. Eine Gerberei riecht ganz köstlich. Und dazu wollen wir auch Platz frei halten für den Markt. Wir können auch hier hinter, zweite Reihe. Hier direkt dahinter. Hier können wir das hinsetzen. Hier direkt daneben. Einmal hier hin. Ja?
Einmal gerne reinbauen, bitte. In welchem Spiel ich Manalots am ehesten vergleichen würde? Also es ist eine Mischung von verschiedenen Spielegenres, von Aufbaustrategie, von Citybildern und auch von Echtzeitstrategie und von der Anzahl der simulierten Personen. Das sind relativ wenige und von der Qualität der Grafik her, die eine hohe ist, hat es auch eine kleine Anleihe im Simulationsgenre. Vergleichen kann man es am ehesten, finde ich, mit so Survival-City-Bildern wie Farthest Frontier, Banished und so weiter. Ich weiß, dass sie grafisch anders aussehen. Ich würde es nicht mit Anno vergleichen, weil Anno ist ein Spiel in riesigem Zivilisationsmaßstab, wo man Tausende von Menschen hat. Ist auch ein City-Builder, es gibt komplexe Produktionsketten, aber viel komplexer als hier. Dort gibt es auch verschiedene Weltregionen und da würde ich es nur bedingt mit vergleichen. Außerdem macht man bei Anno, zumindest bei Anno 1800 im Echtzeitstrategie-Part, den es auch gibt, weniger Micromanagement. Also ich würde es am ehesten vergleichen, also Farthest Frontier kommt ihm sehr nah und Banished halt, finde ich persönlich.